Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Civilization 5 Gold Edition Gods and Kings. Ja, beim letzten Mal haben wir ja Frieden geschlossen, also Waffenstillstand zumindest, mit unserem Azteken Montezuma und wollten dann hier hoch nach Valletta und den mal, ja, so langsam aber sicher hier den Hahn zudrehen, weil dieses Gebiet, das würde uns auch reizen. Jetzt gibt es bloß ein kleines Problem. Der Amerikaner will plötzlich nichts mehr von einem Waffenstillstand, nicht Waffenstillstand, sondern von einem Verteidigungsbündnis wissen. Und das ist jetzt mal im ersten Moment nicht gut, habe ich den Eindruck. Ich fürchte, der plant schon wieder irgendwas. Ach ja, Montezuma hat übrigens bloß noch eine einzige Stadt, ne? Der Ami war hier unten fleißig. Und hier sieht es so aus, als ob hier kurz vor Ende Gelände ist. Also der wird sich nicht mehr allzu lang halten, der Freund Montezuma hier, wenn es so weitergeht. Tjo, nichtsdestotrotz, wir machen weiter. Wir lassen uns hier nicht beirren in unserem Drängen. So, Orakel für Quebec gebaut. Mhm. Und nach langer Wartezeit hat man die Quest in Valletta abgebrochen. Ja, das ist jetzt auch nicht überraschend. Das ist nicht weiter überraschend. So, was wird hier noch gebaut? Die Uni in Gao. Genau, und danach wollten wir ja noch ein Militär produzieren. So, die Physik ist in 4 Runden fertig. Schön. Einheit benötigt Befehle. Ja, ist okay. Nächste Runde. Ja, das ist im Moment jetzt halt gerade ein bisschen ein Rumgeklicke, weil ich einfach hier die Einheiten nicht am Start habe, die ich brauche. So, was will der hier? Friedensvertrag abgelaufen mit Montezuma. Aha, jetzt dürften wir uns wieder den Krieg erklären. Schau an. I trust you are a friend to liberty. Yep. Wie sieht's jetzt aus mit dem Verteidigungsbündnis? Of course not. Völlig inakzeptabel. Ja, komm, dann kriegst du 30 Gold. Of course not. Und wie sieht's mit 50 Gold aus? No. No. Mhm. Mist. Mist, Mist, Mist. Und wenn ich dir 2 Eisen dazu gebe? No. Na okay, er will einfach nicht. Na gut. Go ahead. Ja, also ich sehe schon, dass es klingt nicht gut. Es klingt nicht gut. Und was? Wie geht's der guten Elisabeth? Servus. Sollen wir eine Freundschaftserklärung unterzeichnen? That's unacceptable. Vielleicht ein andermal. Hä? Hört auf, mich auszuspionieren. Schau. So, jetzt ist sie not amused. Jetzt hat sie gerade das Gesicht verzogen. Habt ihr das gesehen? Was will der denn? Oh, der ist ja ziemlich massig, wa? Hör ich immer an. Hör auf, mich auszuspionieren. Oh, schaut dieser Blick. Der pure Wahnsinn. Im Gesicht stehen. Na, 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 na. Mein Freund. Hm. 28, ja. Mit dem brauchen wir uns auch nicht anlegen. So, nächste Runde. Komm, auf geht's. Mal ein bisschen schneller produzieren. Ui. Ui, ui, ui. Schaut euch das an. Der Ami greift Quebec an. Da unten. Interessant. Also der ist wirklich sehr expansionsfreudig, unser Amerikaner. So, das Mausoleum ist woanders gebaut worden. Washington hat Quebec den Krieg erklärt. Okay, Quebec wird von Amerika angegriffen. Mhm. Okay. Ja, nichts Außergewöhnliches eigentlich, ne? Wenn man sich das so überlegt. So, ihr macht auch mal hier einen auf Bereitschaft. Nächste Runde. Schade, dass ich dem General nicht auch Bereitschaft geben kann. Ach, schau an. Jetzt will der Ami auch mit Montezuma Krieg machen. Ja, lasst uns anfangen. Hurra, das hören wir gern. So, Washington hat Montezuma den Krieg erklärt. Bukarest sucht Investoren. Mhm. Und nächste Weltwunder, was in einem fernen Land gebaut wurde. Eieiei, also ich sehe schon. Naja, jetzt haben wir mit ihm wieder Krieg. Soll uns recht sein, aber wir haben hier unten jetzt keine Einheiten. Das ist natürlich prima. Genau das, was nicht passieren hat dürfen, ist jetzt eingetreten. Hm. Ja, ist jetzt blöd. Aber gut, ich kann es nicht ändern. So, ihr macht hier unten doch mal trotzdem weiter.
Ja, wenn der Ami sich hier unten mit dem haut, dann wird der ja wahrscheinlich nicht hier rüberkommen. Gehe ich jetzt mal davon aus. Ansonsten haben wir hier noch unsere Pikeniere stehen, aber trotzdem sollten wir hier wahrscheinlich bald mal eine Militäreinheit bauen. So, du ruhst dich mal aus, du General. Du gehst mir nämlich ziemlich auf den Senkel. Quebec fordert Einheiten, ja klar. Miss alles, was sich messen lässt, und mach alles messbar, was sich nicht messen lässt. Genau, das gute alte Messen, die Physik, und jetzt können wir endlich diese lustige Einheit hier bauen. Zur Städtebelagerung, sehr gut. So, und was haben wir hier? Hügel, also dann machen wir hier eine Mine hin. Zack. Produktion wählen. Ja, jetzt würde ich sagen, jetzt holen wir uns mal dieses komische Geschütz. 5 Runden, ja, das ist schon... Nicht gerade wenig, ne? Zurück zur Karte. Halt, was habe ich da gerade nur gesehen? Ach, ich kann hier Spezialisten zuweisen, oder wie? Markt bringt Gold, Uni bringt zusätzlich Forschung, Werkstatt bringt Produktion. Aha. Okay. Ach, und hier bekommen wir jetzt Forschungspunkte, oder was? Hier ebenfalls. Das ist ja lustig. Das wusste ich ja gar nicht, dass man hier Forschungspunkte ebenfalls irgendwann auf der Karte bekommt. Mhm. Hier gibt es Nahrungsmittel, da gibt es Nahrungsmittel. Hier oben ist Produktion. Ja, dann würde ich doch sagen, dann stellen wir den hier aus. Und gehen hier auf Produktion. Dann müssen wir nämlich nicht so lange warten. So schaut's aus. Oder, Moment mal, wenn wir den rausmachen, 4 Runden... Wenn wir den hier in die Werkstatt bringen. Ist ein bisschen weniger, gell? Aber zumindest gibt es hier noch dieses, weiß ich, ist das Kultur, dieses Symbol, dieses plus 3? Ne, ist nicht Kultur, das ist große Persönlichkeit. Ah ja, okay. Ja, dann machen wir so. Passt schon. Forschung wählen, so. Mein Gott, die sind in der Renaissance schon. Überlegt euch mal, was hier los ist eben. Wir sind echt hinten dran. Ja, dann holen wir uns den Stahl. Ja gut, wir sind mit 2 Städten am Start, ne? Also so schlecht sind wir, glaube ich, gar nicht. Ui, der Feind wurde bei Takasa gesehen. Das hier, oder was? Zählt das als der Feind wurde gesehen? Ja, noch bin ich nicht nervös. Noch ist alles gut. Nicht mehr befreundet mit Quebec, ja. Schade. 1570 nach Christus und wir sind immer noch im Mittelalter. Ja gut, das... Naja. Ist doch vertretbar, hätte ich gesagt. So, die wundervollsten Völker. Nach ihren Wundern. Also von den uns Bekannten sind wir sogar auf Platz 1 mit 3 gebauten. Washington, Montezuma und... Die gute Elisabeth hat da noch nichts gebaut. Die sind ja lustig. Na gut, die bauen mehr Militär als sonst irgendwas, ne? Die sind schon heftig, die Jungs. So, pro Runde sind 10 Jahre, habe ich so den Eindruck. 1580 nach Christus. Ja, aber der Azteke rührt sich nicht. Der hält die Füße still, das merkt man deutlich. So, Einheitenbeförderung. Aha. Sperrfeuer. Genauigkeit. Keine Hügelwälder oder Dschungel. Ja, machen wir Genauigkeit. So, mein Freund. Dann rollst du doch mal bitte hier hoch. Ja, ja, kannst doch gerne über Wasser rollen. Ist gar kein Problem für uns. So, die hier haben die Mine gebaut, wa? Ja. Was ist das da drüben? Das ist auch nur eine Mini oder Produktion wählen. Da könnte man noch mal ein Wunder bauen. Nationalepos. Komm, 7 Runden. Ja, ja, komm. Was soll's. Bauen wir auch noch hin. Weltwundersieg wollen wir wahrscheinlich nicht erwirken. So, was können wir hier bauen? Ah, okay, hier könnte man noch eine Mine bauen. Ja, komm, dann bauen wir die Mine hin. Und Takasa kann jetzt endlich mal was weiteres produzieren. Das wurde auch Zeit. Dann würde ich sagen, gleich mal hier Stadtmauern. Dass wir die Verteidigungsrate hier ein bisschen erhöhen.
Ja, aber der Azteke traut sich nicht ums Eck, ne? Merkt's, obwohl Krieg ist. Der hält die Füße still. Kann Politik einführen. Okay, sehr schön. Was haben wir hier? Berufsarmee reduziert die Goldkosten für Modernisierung von Militäreinheiten und gewährt jedem Verteidigungsbündnis plus 1 lokale Stadtzufriedenheit. Ha! Auf jeden Fall. Und schon sind wir bei 10. Hoi. Tod vor Schande. Eine neue Errungenschaft. Nicht schlecht. So, wäre das auch durch. Einheit benötigt Befehle, ja. Kein Thema, ihr bleibt mal hier stehen, bitte. So, Valletta. Tribut fordern. Es geht irgendwie nicht. Nee, ich kann nicht. Ich kann nichts fordern. Schade. Ach, schau an, was die hier am Start haben. Höchst interessant. Zweimal Pikiniere. Mhm. Ja, dann bleibt ihr mal hier stehen und ihr bleibt hier stehen und ihr bleibt hier stehen. Nächste Runde. Haben die hier Pikiniere in der Gegend? Das ist ja irgendwas. Oh, Armbrustschützen, ja, Sapperlot. Ui, ui, ui. Okay. Ich glaube, ich muss hier vielleicht die Produktion ändern. Das wäre nicht verkehrt, ja. Schwertkämpfer. Ja, komm, wir machen mal eine Runde Schwertkämpfer. Bereitschaft. Bereitschaft. Ausruhen. Und Bereitschaft. So. Ja, die sind doch nicht so schwach, wie ich gedacht habe, die Jungs. Ein goldenes Zeitalter beginnt, okay. Sehr gut. Sind sie wieder zufrieden, wa? Ja. Bekommen wir wieder ein bisschen mehr. So ist recht. So, hier sind wir durch. Dann würde ich sagen, hier geht's nach oben. Dieses Geländefeld modernisieren. Es beginnt ein neues Zeitalter. Sehr schön. Jetzt baut der hier Stadtmauer. Und hier der Schwertkämpfer. Ja, vielleicht schaffen wir es ja in dieser Folge noch. Oh nein! Genug ist genug. Es ist schon lange fällig, alle über eure üblen Taten zu informieren. Aha. Sie haben uns öffentlich denunziert. Hinweis, ihr befindet euch nicht im Krieg. Was ist denn mit dir los? Oh, komm. Nee, oder? John Henry sprach zum Vorarbeiter. Ein Mensch ist nur ein Mensch. Bevor mich dieser Dampfhammer besiegt, sterb ich mit meinem Hammer in der Hand. Sterb ich mit meinem Hammer in der Hand. Mhm. John Henry. Langschwertkämpfer, Waffenkammer. Ja, Takasa hat mittlerweile 4 Bevölkerung. Amerika hat uns denunziert, das gefällt mir gar nicht. Und der rückt schon wieder mit seinen Truppen an. Oh, oh, oh. Mein lieber... Good day. Mein lieber George Washington, was ist da los? Proceed. No. Na prima. I'm listening. Botschaft annehmen, Botschaft annehmen. Very well. Das macht er, okay. I'm listening. Wie sieht's mit dem Verteidigungsbündnis aus? No. Völlig inakzeptabel, ja, das haben wir gedacht. Mist. 30 Gold? Das ist kein faires Geschäft, ja. Hm. Und wenn wir Krieg gegen... Ach, schau an. Ach, das sehen wir, wer noch alles dabei ist. Da hätte ich vorher drauf kommen können. Stadtstaat. Mhm. Elisabeth. Das Hunnenreich. Attila ist dabei. Isabella von Spanien ist dabei. Süleyman vom Osmanenreich ist dabei. Mhm. Sejong von Korea. Interessant. Ja, auf Wiedersehen. Ich glaube, ich muss meine Offensive nochmal umplanen. Wenn der hier ums Eck kommt, das gefällt mir nicht.
Das gefällt mir ganz und gar nicht, was der Kamerad hier macht. Kamerad Schnürschuh. Tja. So, bei einer so schwachen Armee ist es fast schon ein Wunder, dass euer Reich noch keiner Barbareninvasion zum Opfer gefallen ist. Feindlich. Nun gut. War das jetzt die Kriegserklärung oder wie? Nee, noch nicht. Noch nicht. Noch haben wir keinen Krieg. Noch haben wir keinen Krieg. Ja, komm. Plantage hin. Ich hab genug Glauben. Ja, ja, schon recht. Mensch, was machen wir bloß mit euch? Mit euch Amerikanern? Ja, was machen wir bloß mit euch? Das ist eine gute Frage. Die Amerikaner drücken hier schon wieder aufs Gas, habe ich den Eindruck. Also der scheint wirklich minütlich seine Meinung zu ändern. Der gute George Washington, mal will er Kumpel sein, dann wieder nicht, dann will er wieder Kumpel sein, dann wieder nicht. Dann will er uns hauen, dann wieder nicht. Dann positioniert er seine Einheit bei uns und dann macht er wieder Krieg mit den Azteken. Also ich wäre aus dem Typen nicht schlau und ich glaube und ich fürchte, dass der uns alsbald wieder den Krieg erklärt und uns besucht und kommt. Da bin ich mal gespannt. Wir hoffen trotzdem, dass er sich vielleicht noch eine Runde mit Montezuma klatscht und wir machen uns auf nach Valletta, so zumindest der Plan stand heute. Ich freue mich auf ein Wiedersehen und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.